business and for the corporation. Hallo Leute, hier ist euer Anti und herzlich willkommen zu einem neuen Tribes SN Commentary. Wir spielen heute Team Deathmatch auf einer Map, dessen Name mir partout nicht einfallen will, und ich spiele hier mit dem Default Pathfinder Loadout. Und ich möchte euch heute diesen sehr besonderen Shooter in diesem Video präsentieren und vielleicht auch ein bisschen die Nagelprobe mit euch durchführen, ob ich diesen Shooter ja in Zukunft auch als Gameplay auf meinem Kanal weiterbringen werde. Dieser Shooter wurde mir von verschiedensten Leuten im Livestream ans Herz gelegt und ich denke, es ist unschwer zu erkennen, dass es sich hierbei um einen Zukunftsshooter handelt, und es ist eben ein Free-to-Play-Shooter aus dem Hause Hi-Rez Studios und eben ein neuer Teil aus der Tribe-Serie, die schon einige Jahre jetzt schon am Laufen ist. Get owned! Ja, und dieses Get owned war ja wohl vollkommen verdient mit diesem sehr schönen Longshot. Wie auch immer, wie gesagt, viele von euch haben mir diesen Shooter ans Herz gelegt im Livestream. Ich bin jetzt endlich vor ein paar Wochen dazu gekommen, ihn mal auszutesten, und will euch heute meine Meinung und ein paar Informationen zu diesem Shooter bringen. Zu dem Gameplay gibt es nicht viel zu sagen, außer dass hier einige gute Schüsse dabei waren und ansonsten das Gameplay nicht wahnsinnig ansehnlich ist für die Leute, die jetzt Tribes Ascent schon total am Suchten sind. Aber wie gesagt, es war irgendwie mein zweites oder drittes Spiel und dafür waren schon einige gute Schüsse dabei. Und ja, wie auch immer, es ist, wie gesagt, ein Free-to-Play-Shooter und auch ein etwas anderer Shooter, als man ihn kennt. Es gibt einige Elemente, die es in den normalen kommerziellen Shootern eben nicht in der Form gibt. Zum ersten fällt natürlich auf, dass die Maps verdammt groß sind. Ich denke, sie sind sogar so groß, dass man im normalen Schritttempo, das es hier in diesem Spiel natürlich auch gibt, wahrscheinlich vor Ende des Spiels gar nicht auf der anderen Seite der Map ankommen wird. Diese Maps sind wirklich noch größer als Battlefield-Maps. Ich denke, ihr könnt euch ja anhand der Proportionen oder anhand des Vergleiches mit der Körpergröße der Leute, die hier rumlaufen, euch ungefähr einen Eindruck davon machen, wie groß diese Maps sind. Sie sind wirklich verdammt groß, das kann ich euch verraten. Und deswegen gibt es in diesem Spiel auch besondere Fortbewegungsmethoden. Die erste sehen wir hier schon schön in dieser Killcam. Das ist eben das Jetpack. Und dieses Jetpack macht im Grunde das, was man von einem Jetpack kennt. Es feuert im Grunde aus dem Anzug eine Art Flamme, die im Grunde einem durch die Ausstoß, physikalischen Gesetze, des Ausstoßes dieser Gase und so weiter, ist auch eigentlich egal, was ich hier gerade laber. Auf jeden Fall kann man mit diesem Jetpack eben vom Boden abheben. Und zum anderen gibt es eben das Skiing, was einem eben erlaubt, sich in eine Art Schwebemodus mit dem Anzug, den man anhat, zu begeben. Und dieser bewirkt eben, dass man einige oder wenige Zentimeter über dem Boden ein bisschen drüber schwebt. Und somit kann man eben ähnlich wie beim Skifahren oder, beim Skateboardfahren, aber speziell beim Skifahren, das ist schon ein guter Vergleich, eben die Reibung umgehen und damit auf abschüssigem Gelände wieder an Fahrt aufnehmen. Wenn man da natürlich bergauf fährt, verliert man diesen Schwung wieder, eben auch wie beim Skifahren, anhand der physikalischen Gesetze. Und durch dieses abwechselnde Verwenden von eben dem Jetpack auf Bergaufgelände und eben dem Skiing auf abschüssigem Gelände kann man sich sehr, sehr schnell auf diesen Maps bewegen und kann dann schon mal Geschwindigkeiten von irgendwas mit 250 km/h oder so auf jeden Fall aufbauen. Das heißt, das ist wirklich eine Sache, an die man sich sehr gewöhnen muss. Diese Fortbewegung ist im Grunde die einzige Art, wie man sich auf diesen Maps fortbewegt. Wirklich das normale Vorwärtsgehen. Hier seht ihr übrigens das Skiing gerade in Action. Das normale Vorwärtsgehen ist wirklich etwas, was man kaum benutzt, außer man braucht wirklich sehr gute Präzision gerade in diesem Moment. Und auch natürlich besonders ähnlich, wie es auch in Crysis 2 ist, das Jetpack verbraucht Energie, die ihr unten links im HUD seht. Da seht ihr einmal natürlich eure Lebenspunkte, aber auch eben die Energieanzeige. Diese wird allerdings nur von dem Jetpack verbraucht, nicht aber von dem Skiing-Modus. Das bedeutet, das Jetpack muss man ein bisschen gewissenhaft und gezielt verwenden. Dafür der Skiing-Modus ist wirklich dafür da, auf abschüssigem Gelände wirklich frei sich bewegen zu können. Und das ist wirklich was, woran man sich gewöhnen muss. Da muss man wirklich einige Spiele spielen, um sich wirklich ein bisschen die Steuerung klar zu machen. Und das andere, was man sich auch durch ein bisschen Spielerfahrung klar machen muss, ist die Ballistik. Die Ballistik ist also, was man eben beachten muss beim Schießen dieser Waffen, insbesondere der Plasma Rifle, die ich hier im Grunde die ganze Zeit benutze, dass man eben sowohl die Schwerkraft als auch die Zeit, die das Projektil braucht, um anzukommen, mitberechnen muss. Das ist eben die Ballistik. Und die ist in diesem Spiel natürlich auch ein sehr großer
Faktor. Und die kann man im Grunde nicht wirklich erklären oder in einem Tutorial im Grunde jemanden näher legen. Das ist eine Sache von Spielpraxis. Wenn man ein paar Runden gespielt hat, bekommt man ein Gefühl für die Geschwindigkeit, mit denen sich Projektile fortbewegen und so weiter. Und dann kriegt man auch solche Schüsse in wie eben meine Get-Owned-Situation, dass man wirklich auf lange Distanz auch den Weg des Gegners vorausahnen kann und ihm dann eben schön ein paar Kugeln in die Fresse bringen kann. Gut, das war jetzt nicht die beste Ausdrucksweise. Wie auch immer. Das ist auch eine Sache, die auch für einen Free-to-Play-Shooter sehr ungewöhnlich ist, denn es ist natürlich auch eine Sache, die sehr schwer nur zu programmieren ist. Als letztes gibt es eben, gehe ich nochmal ein bisschen auf die Klassen ein, die es in diesem Spiel gibt. Ich benutze hier die Pathfinder-Klasse und die Klassen unterscheiden sich im Grunde einerseits in der Mobilität und auf der anderen Seite in der Panzerung. Eine große Mobilität, wie eben hier bei der Pathfinder-Klasse, die maximale Mobilität aller neuen Klassen, die es gibt, hat, bedeutet niedrige Panzerung. Das heißt, man stirbt relativ schnell. Die letzte von den neuen Klassen, die es eben in diesem Spiel gibt, ist eben eine Klasse, wo man sich wirklich, ist glaube ich die Juggernaut-Klasse, so heißt sie auch, wo man wirklich verdammt viel aushält und wirklich nicht einfach auszuschalten ist, dafür sich aber sehr, sehr langsam nur über die Map bewegen kann. Ich bin persönlich immer ein Fan von sich schnell bewegen, deshalb benutze ich auch die Pathfinder-Klasse oder maximal noch die Soldatenklasse, die im Grunde zwischen Panzerung und Beweglichkeit genau eine Balance hat. Wie auch immer. Dann gibt es eben noch eine Besonderheit hier beim Team-Deathmatch-Modus, den ich hier spiele. Es ist nämlich kein normaler Team-Deathmatch-Modus. Ja, auch hier werden natürlich die Kills gezählt und die Mannschaft mit den meisten Kills hat gewonnen. Allerdings gibt es hier noch eine Flagge, die man aufnehmen kann und die hat im Grunde die Funktion, dass das Team, was im Grunde die Flagge gerade trägt, dass dieses Team 2 Kills gezählt bekommt pro Kill, den man macht, statt nur einem. Das heißt, wenn man wirklich weit im Rückstand liegt, kann man durch das einfache Erobern der Flagge und dann möglichst lange halten, immer noch ein Spiel drehen. Das finde ich eine sehr schöne Erweiterung für den Modus Team Deathmatch und deswegen finde ich wirklich, dass die Spieldesigner sich da wirklich ein paar Gedanken zu gemacht haben. Auf jeden Fall, das Fazit lautet, ihr solltet diesen Shooter ausprobieren. Es ist eben ein Free-to-Play-Shooter, das heißt, ihr müsst nichts ausgeben, um diesen Shooter auszuprobieren. Und es ist wirklich ein Shooter, der sehr, sehr viel Spaß macht, wenn man einmal die Steuerung ein bisschen drin hat. Ich werde vielleicht demnächst nochmal ein Video machen mit einem besseren Gameplay, wo ich ein paar Tipps gebe zu der Steuerung, wie man die so ein bisschen an Call of Duty anpassen kann, um besser in das Spiel reinzufinden. Aber auf jeden Fall, das Fazit heißt, probiert dieses Spiel selber aus. Man kann viele der Sachen schwer erklären, bevor man sie nicht selber ausgetestet hat. Und in den Kommentaren schreibt mir doch, ob euch das Gameplay gefallen hat. Und ansonsten verabschiede ich mich von euch. Bis dann, euer Anti. Runde, die ich diesen Modus gespielt habe und die erste Runde, in der ich diese Map hier gespielt habe. Und ich persönlich mag den neuen Modus. Ich habe 2 gegen 2 noch nicht gespielt. Dann werde ich auch mal die Tage ausprobieren. Und ich finde es ausnahmsweise mal sympathisch, dass wir diese Maps kostenlos bekommen und ich nicht dafür bezahlen muss, ein paar neue Maps zu bekommen. Das finde ich relativ sympathisch. Ändert natürlich nichts daran, dass ich Activision insgesamt immer noch wahnsinnig unsympathisch finde. Aber das ist auch jetzt gar kein Thema.